Hallo und herzlich willkommen zu Labyrinthine oder Labyrinth sein oder wie auch immer man das aussprechen möchte. Labyrinth. Boah, guck dir mal die Augen von dem komischen Kerl da an. Wie kommt man denn da rein? Muss ich auf Online-Spiel gehen? Kuka müsste ich eingeladen dir haben. Ich habe eine Einladung geschickt. Habe ich auch geklickt, aber ich habe noch nichts gekriegt. Geh nochmal ins Spiel du bist rein. Ja noch nicht online angezeigt bei mir. Auch und jetzt, offline. Ah, guck mal, da unten. Kann ich dich ja, da auf den großen grünen Knopf drücken. Nein, lass das Spiel an. Und einfach, genau, dann kommst du jetzt dazu. Oh. Boah. Wow, ich sehe auch klasse aus. Oh Gott. Ich glaube, ich habe keine Wahl und muss diesen komischen Typ nehmen. Oder ich nehme den die bärtige Lady. Ich nehme die Frau. Die guckt auch ein bisschen. Leider gibt es nur drei verschiedene Figuren, obwohl man zu viert spielt. Das finde ich ein bisschen irritierend. Das ist richtig. Ja, ich nehme. Ich habe nicht genug Kaffee getrunken, man. Okay. Ja, und jetzt alle ready? Achso, die Jenny. Ja. Muss man jetzt aufs Spiel starten? Kapitel auswählen, einladen, Verbindung trennen. Wo muss ich klicken? Gar nichts erstmal. Oh, okay. Bis alle sich einen ausgesucht haben. Oh, bis sich alle einen. Aha, okay. So einen halben würde ich vielleicht auch nehmen. Ja, mach einfach. Ich möchte sie doch einen ganzen. Oh. Ah. Wie war das denn? Hier steht eklig in der Hand. Oh, hier gibt's schon Sachen zu tun. Da raus kann man nicht. Okay. Soll ich Text vorlesen oder so? Kannst du machen? Generators shouldn't be running this hard. Either Johnny got something more hiding in the maze or the writing or the wirings was when the da steht da damn hedge. Half for the course with Johnny though. Just charge him an arm and leg and more long. Ist das alles auf Englisch für dich? Ja. Echt? Ich auch auf Deutsch gestellt. Ist vielleicht noch nicht alles mit übersetzt. Untertitel ist, sogar. Es ist halt noch Early Access, vielleicht haben sie noch nicht alles übersetzen können. Ja, ist auch wirklich cool. Also Generatoren sollten nicht so schwer laufen. Entweder Johnny hat irgendwas versteckt oder versteckt irgendwas vor uns in diesem Labyrinth oder die Verkabelung ist für den Arsch. Okay, dann brauche ich doch nicht alles vorzulesen. Na gut. Ich muss nochmal eine Taste drücken, dann übersetzt er mir das. Also, wir sind hier in einem Koop-Spiel und wir sind. Oh, es ist ein Schraubenzieher. Und ich weiß noch nicht, was wir hier machen müssen, aber das ist das Tolle an so einem Spiel. Man lernt es erst kennen. Oh, Wölkchen. So. Schön, dass er mir erklärt, dass ich einen Schraubenzieher da habe. Ja, das ist wichtig. Möchtest du vielleicht für diese Box voll Tape Recorders? Oh, das sind Kassettenabspielgeräte oder sowas. Seit wir diese. Okay. So. Nee, wir können nichts aufnehmen, leider. Should you find Lenny? Sachen aufheben. Wenn du sie findest, dann könnte. Ja, manche kann man aufheben, manche nicht. Dann schuldet uns Lenny was. Okay. Was ist das da? Ah ja. Ah, es gibt diese Labyrinth-Überlebensguides. Da habe ich jetzt schon zwei, habe ich jetzt schon zwei Stück. Zwei? Wo hast du denn den anderen? Der eine war hier hinten in der Ecke. War einer. Also hier, wo ich jetzt gerade stehe. Okay. Gut zu wissen, dass jeder seine eigenen hat. Was? Ich habe euch gar nichts, weil ich Texte lese. Genau. Ja, was hast du jetzt alles erzählt? So, also, Sammelstück einfach gesammelt. Genau. Und zwar, eins ist halt hier in der Ecke. So ein gelber Zettel. Komm mal zu mir, hier wo ich bin. Ja. Guck mal da unten. Nein, nein, da unten in der Ecke. Nein, nein, unten in der Ecke, genau. Oder was? Ja.
Genau, das kannst du mitnehmen. Das sind so diese Sammelstücke. Gib mal in die Hauptkammer. Ich kann das nur aufheben und schließen. Nee, drück mal F. Wenn du, also jetzt erst Dings und jetzt F. Das links stehen die Tasten, die du drücken kannst. Und das gleiche bei gilt. Mir stand E und, also F zum Aufheben und E zum Legen. Ja, und F musstest du machen, damit das. Genau. Du musst halt E zum Lesen und dann kannst du F drücken, um es nochmal auf. Wollen wir so langsam uns ins Labyrinth wagen? Ja. Wie geht man in die Hocke? Mit Steuerung, aber du musst die gedrückt halten dann. Ja. Was ist Steuerung? Links unten, Steuerung, ist TRG. Ach Gott, ey. Okay. Ah ja, okay. Okay. Also unsere Aufgabe ist im Übrigen eine Baustelle zu finden, ne? Vielleicht sind wir irgendwelche Reparaturmenschen. Ah, da. Okay, schön. Ah ja, Tab. Ah ja, genau. Das okay. Sieht ganz romantisch aus hier mit den Lichtern. Ja, das ist wunderschön. Ah, da hinten ist irgendwas. Hier ist noch so ein Sammelstück. Was haben wir denn da? Wenn ich jetzt was Spiele, irgendwann brauchen wir das? Wenn ich jetzt was mitnehme, könnt ihr das dann auch noch mitnehmen? Oder habt ihr das dann auch? Oder wie also ist das? Hier ist ein Rekorder. Also ich hab jetzt eine Taschenlampe in die Hand genommen. Ah ja, okay, dann kriegt. Okay. Ich habe einen Tonband aufgehoben. Aber man kann beides nehmen. Ja, ne? Okay, dann ist es. Dann kann jeder quasi alles, was da liegt, mitnehmen. Das heißt, wir nehmen uns nicht gegenseitig Gegenstände weg. Mhm. Gott, ey. So, und wie macht man das jetzt mit dem Tonband? Ach, wir haben wahrscheinlich noch keine Tonbänder gefunden. Mhm. Ah, da ist ja auch nochmal so ein Teil. Cowboy Texas Ranger? Was? Wie geil. Das ist, wie heißt er denn? Wie heißt der Schauspieler? John Norris? Chuck Norris, dankeschön. Yeah. Become a better game developer, enjoy great game developer comedy. Okay, das ist schön. So, hier liegt noch ein Buch auf dieser Bank, falls ihr das noch nicht das haben wir schon. Genau, also ich habe jetzt 4 Stück von diesen in Dingen. In dem Haus genommen? Mhm. Also ich hab jetzt 4 Stück. Wo sieht man nochmal, ja, wie viel man hat? Wenn du es aufgehoben hast, zeige ja. Dir das. Also, das sieht man jetzt so nicht. Okay. Inventar? Nur. Okay, dann, ich bin bereit. Irgendwie finde ich die Lampe ein bisschen niedrig. Ja. Oh Gott, Gott. Das ist so schrecklich. Sehr schön, sehr schön. This way. This way. Wow. Wow. Moment, kann man hier durch? Nee, kann man nicht. Okay. Nee. Alter. Oh, aber ich bin jetzt Amarok läuft als erstes. Guck mal, Dead End steht hier. Oh, hier ist noch ein. Sehr schön. This way. Ich lass euch mal vorgehen, weil wenn ich mich erschrecke, dann brülle ich den ganzen Raum zusammen. Der schreckt mich egal, ob ich vorgehe oder nicht. Oh Gott, hier wird das funkeln. Und schmal. Nein, ich bin nicht erschrocken. Ich habe hier einen Mülleimer. Sehr gut. Mhm. Also man kann da lang, man kann aber auch hier lang. Wo gehen ja. Wir? Nee, hier steht this way. Ah! Okay. Was? Ist da auch so ein Geist oder was? Da war so ein komisches Viech mit langen Armen und langen Beinen. Das ist genau in die Richtung gelaufen, wo wir jetzt hin sollen. Okay. Ja, aber ich glaube, noch greift uns das bestimmt nicht an. Bestimmt. Ja, der Amarok geht als erstes. Genau. Ja, dann lass mal die Mann vor. Du bist der einzige Nicht-Staff-Member hier. Hier ist kaputt gegangen. Mensch, Amarok. Ich bin kein Staff-Member? Okay. Da bin ich der Chef. Staff-Chef. Oh Scheiße, ich merke jetzt schon, dass das Spiel nichts für mich ist. Okay. Ich renne mal einfach Poker hinterher. Ich dachte, du rennst vor. Ach so, ja, du bist so zielstrebig da rein. Ich dachte, ich probiere mal aus. Ich geh mal hier lang. Oh Gott. Was? Der denn? Da war was. Ach, hast du auch gesehen? Ja, da war so ein Opa Langbein, den wollte ich nicht kennenlernen. Opa Langbein, der ist voll eklig, der ist vor allem nackig. Ist das so ein Slenderman-Typ oder was? Ja, ist er
auf jeden Fall nicht sonderlich attraktiv. Hab den noch nicht gesehen. Also dann ist Trapper Sensei mir lieber. Huch! Aha! Hast du ihn auch gesehen? Ja, einmal. Scheiße! Was steht da? Take a break. Take a break? Take a Kit Kat? Also, wer auch immer da rumrennt, es ist creepy. Wie wär's, wenn du das einfach nicht machst? Okay. Ist sehr schön. Ja, Junge, sehe ich ähnlich. Rennen wir woanders lang. Mhm. Ist er gerade gerannt? Got a hand for you. You're going that way. Das Ding ist auch eklig. Gruselig. Das Gruselige ist dieser Barttyp, der vor mir läuft, wo ich in meinem Nacken reingucken muss. Entschuldige bitte. Hallo, ich bin nicht gruselig. Ich bin erotisch. Nach dieser Scheißdinger! Die sind wenigstens doch putzig! Sehr putzig. Renn mal da vor und lass dich von dir nehmen. Ja, dieser Scheißdinger. Ich wollte mich vielleicht ausruhen. Ich bin auch nicht mehr die Jüngste. Ja, du siehst so. Oh, ich hab Entschuldige, meine bitte. Ich hab meinen Mann in die Augen geguckt, das hat mir den Rest meines Lebens gekostet. Dankeschön, ich liebe dich auch, Schmusebacke. Also, wenn du in echt solche Augen hättest, mein Schatz. Dann hätten wir uns wahrscheinlich niemals geheiratet. Nein, dann hätte ich dich nicht mal angeguckt. Das ist schon ein bisschen gemein. Ja, ne? Take a break. Breaks finde ich gut. Breaks heißt bestimmt hier, bringt uns. Was haben wir denn da? Hier steht eine Kiste. Ah, Glowsticks, genau. Eine Uhr. Vielleicht sind sie hier etwas. Ah, ein Kompost. Cool. Okay, das. Bierflaschen, die will ich mitnehmen. Was zum. Okay, warte. Ich weiß, den gesperrten Bereich sollte ich nicht betreten, aber ich muss wissen, was dahinter liegt. Die Gerüchte, die ich gehört habe, irgendwas muss doch dran sein. Wenn du das hier liest, ich bin da drin, also nagel es nicht wieder zu. Joan. Wir sind so schnell. Ich bin ja noch gar nicht fertig geguckt. Okay. Das ist das, was. Das, was Kuka gerade vorgelesen hat. Die Musik ist gruselig. Das erinnert mich so ein bisschen an Silent Hill. Okay, das heißt, hier gehen wir gleich weiter. Hier kann man rein. Oh, platziere Leuchtstäbe, um den Rückweg zu finden. Okay. Mhm. Wie platziert man die? Wahrscheinlich musst du sie in der Hand haben. Und dann linke Maustaste oder so? Ich weiß es nicht genau. Lass mich nicht alleine. Okay, das ist der Kompass. Hier ist ein Dead End. Okay. Ah, hier ist noch so ein Sammelstück. Ah ja. Bin zu langsam. Ich hab jetzt 6. Du bist zu langsam für dieses Spiel? Ja, weil ihr seid nicht so schnell. Wir gucken doch nur. Ja, ja. Wir müssen Zeit lassen. Wir laufen nicht weg ohne dich. Genau. Ja, 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 wo habt ihr was gefunden? Da rechts auf irgendeinem Gegenstand liegt so ein. Genau. Ich habe jetzt 6 Stück von den Dingern. Ja. Wie bist du darauf gekommen? Gesprungen. Man kann springen? Oh, wir können springen. Cool. Das bin ich nicht mehr gewöhnt seit Phasmo. Nee, kann man nicht weiter. Das ist wahrscheinlich nicht Sinn des Spiels, aber. Die Musik, ey. Ist jetzt eine Taschenlampe an? Hä? Also, wir müssen hier lang. Ich denke auch. Ist halt die Frage, ob man irgendwas verpasst, wenn man da jetzt. Obwohl, da ist eine Sackgasse. Ja, das hier sind überall Sackgassen. Okay, dann bleibt ja nichts. So, schaltet ihr das ganze Zeug jetzt ein? Ich muss mal ganz kurz. In Discord. Ganz ein bisschen leiser machen. Oh, du stehst auch voller Lautstärke bei mir. Genau, also du kannst ja 1 und 2 drücken, um die Gegenstände. Zu wechseln. Wie man jetzt die Glowsticks benutzt, weiß ich nicht. Steht nur. Ah, du musst 1 drücken, dann hast du. Ja, yeah, genau. Und wenn du 2 drückst, hast du hier auf der anderen Seite. Ja, das weiß ich. Das habe ich verstanden. Aber wie man jetzt die Glowsticks zum Beispiel verwendet, weiß ich nicht genau. Also die muss man ja auf den Boden schmeißen, dann zum Beispiel. Ja, irgendeiner hat sie auf den Boden geschmissen. Hm? War ich das jetzt gerade? Einfach. Oh. Linke Maustaste. Ah, kann man den dann wieder aufheben? Ich versuch's gerade, warte. Nee, kann man leider nicht. Okay, also ich Spaß. Glaub, wir haben unendlich viele, also von daher. Echt? Ja. Oh. Okay. Dafür habe ich aber keine Taschenlampe jetzt mehr in der Hand, oder? Oh, hier ist
Nee, ist das dieser Zettel? Oh doch, das ist jetzt wieder. Okay, ja, das hatten wir. Okay, weg, weg, weg. Close. Nicht glänzen. Ja, das sieht doch mal einladend aus hier. Habe ich jetzt eine Taschenlampe in der Hand? Ah ja. Oh yeah. Okay, ein Rätsel. Aha, das Wort war auf der Statue, tiefer im Irrgarten. Es lautet E... Ich denke, wir müssen... Ha, ich habe es. Musste einige Steinplatten weiter schieben, damit dieses Ding funktioniert. Aber wie ist jetzt zur Hölle dieses Passwort? Giant Maze, open for me? Maybe there's a clue somewhere. Okay, vielleicht gibt es hier einen Hinweis. Okay. Also hier hinten Statues. Unter dem großen Baumstamm lag ein Buch, ne? Okay, super. Das hier nehmen wir dann noch mit. Ja. Dann haben wir 7. Ah, ja. Hey, das erinnert so ein bisschen an Silent Hill, so dieses Zeichen da unten. Mhm. So. Oh, da hinten dran ist ja auch noch eins. Also hier geht's weiter und... ich versuche gerade... Wo ist eins? Hier, hinter diesem Altar-Ding da. Ja. Ah. Ich sehe es nicht. Muss dich ducken. Muss Danny hocken, genau. Und... Boah, jetzt habe ich mich gerade von dem Leuchtstick da im hinten. Wow. Sieht aus wie so zwei Augen. So, hier ist die Tür zu. Wollen wir Stück für Stück die Gänge lang, dass wir dann hier anfangen? Ja. Gott, ist das so dunkel hier. Ja, ich habe das Gefühl, dass es dunkler geworden ist. Ja. Oh, hier liegt noch ein Buch. Wo? Direkt hier hinten. Oh ja, cool. Na dann. 9 habe ich jetzt. Oh Gott, ich habe auch 9. Timeout. Er ist da gerade lang gelaufen. Aber wirklich vor. Was soll's? Man lebt ja nur einmal. YOLO. Schon klar. Mein Kompass zeigt in eine andere Richtung, ne? Ja, der Kompass zeigt auch immer nach Norden, Schatzi. Der zeigt nicht an, wo wir hin müssen. Es sei denn, es gibt ein riesiges Magnetfeld in der Nähe, das den Kompass durcheinander bringt. Ich habe in Horror-Games auch schon den Kompass gesehen, der dann auch in die Richtung gezeigt hat, wo man dichter. Hinkommt. Man kann die Leuchtstäbe auch andersfarbig machen, wie cool. Mit rechter Maustaste oder was? Ja. Okay. Habe ich jetzt einen. Ah ja, jetzt habe ich einen fallen lassen. Übrigens ganz langsam. Wah. Bin über dich gestiegen. Los. Ich mag die Geräusche nicht. Ab jetzt, ich bin dafür, dass wir ab jetzt ausknobeln, wer vorgehen muss. Ja, wir knobeln und du hast verloren. Ach so! Das ist ja wie im Kindergarten. Den schön ganz hinten. Mhm. Oh, da, pink. Ich habe gerade meinen Dinger gewechselt. Oh Gott. Oder guck, ist das? Habt ihr das Kinderlachen auch gehört? Ja, ein bisschen. Stuhl. Guck mal, hallo. So. Oh, sieht ein bisschen aus wie mein Dreirad von früher, nur hässlich. Die mag das hier nicht. Okay, Kuka hat verloren, muss vor. Finde ich ein bisschen nicht einladend. Wird eindeutig ein männlichen Erwachsenen. Okay. Wow, weil man das ja auch sofort als Laie erkennt. Okay, der ist nicht echt und irgendjemand hat alle Zähne rausgerissen. Cool. Nee, also da ist schon viel Schönes bei. Da ist ja auch so wieder drin. Oh, nehmen wir. Wer lässt hier andauernd seine Glowsticks fallen? Ich lasse immer welche zwischendurch, nicht so oft. Wenn wir mal kurz die Farben einigen bezüglich Glowsticks. Ich weiß gar nicht welche. Ich habe grün gerade. Ich nehme rot. So. Rot. Dann nehme ich jetzt pink. So. Dann nehme ich blau. Ich mache mal hier, damit wir wieder wissen, wo wir herkommen. Ich mache meinen blauen mal hier hin. Genau, okay. Ich habe zwischendurch immer mal einen fallen lassen. So, sind wir bereit? Ja, klar. Ich weiß nicht. Ja, Luschen, kommt, wir gehen jetzt.
Ich sehe dich, weil wir alles so eng aufeinander laufen. Wenn jemand durch die Lampe gelaufen ist, dachte ich, oh scheiße, jetzt fängt es an zu blinken, der Geist kommt. Ja, ich denke schon die ganze Zeit, wir haben Gefriertemperaturen. Oh, ein Knochen. Eine Kassette. Cool. Was, wo? This could actually come in handy. This is Officer Frank Mills. My boy Robert's been missing for nearly 2 days now. We are not moving fast enough. I'm taking it on myself to get through this damn gate and find whoever's hiding in this fucking maze. This should help me keep evidence anyways. Na dann. Frank Mills. Hier hinter ist noch ein Buch. Cool. Dann habe ich jetzt 11. Mhm. Ich auch. Jetzt läuft mir wieder der Herr im Kopf rum. Ganz toll. Sind wir hierher gekommen? Nee, ich glaube, hier geht's weiter. Also wir sind von da gekommen, wir müssen hier lang. Ja, hier unten ist noch ein Buch. Hm? Wo? Hier auf dem Boden. Wow, Wo? Ah, da. Hä? Ich würde ja gerne aufheben, aber... Ah, da, okay. Wir sind echt so viel aufeinander, ich sehe nur, sehe nicht immer alles. Hm? Ah, nee. Das war Kuka. So hässlich ist das Model von Kuka jetzt auch wieder nicht. Ich meine, das ist schon nah am Real Life dran, aber trotzdem. Oder, ja, ich weiß nicht, es war auf jeden Fall nur Hand. Oh, hier ist noch Arm ein Buch. Und auf einmal ist es weg gewesen. Deswegen, ich so, oh. Ah, du sollst keine... Ich verkick mich immer und jetzt schmeiße ich die ganze Zeit diese blöden Lichtteile hier durch die Gegend. Kann ich die Tür zumachen? So eine Axt ist doch schön. Okay. Wir sollten hier. Hier in diesem Haus. Irgendwer hat hier unten einen richtig miesen Tag. Memo an mich, lass ihn in Ruhe. Das klingt nicht gut. Ja. Hier läuft eine Musik. Ja, ich würde das Radio auch gerne kaputt machen, aber das Spiel lässt mich nicht. Und hier ist noch ein Buch. Habe eine Art Mechanismus hier hinten gefunden. Und das ganze Ding glüht jetzt. Ich frage mich, ob das irgendwas kontrolliert. Habt ihr das Buch hier bei den Kisten? Ich habe jetzt 14. Ja. Ich möchte hier nicht wieder raus. Da draußen ist bestimmt irgendwas Gemeines. Also, wir kommen hierher. Also schmeiße ich doch... Ist der Stadtlandfluss hier drin? Das ist eine sehr gute Idee. Wir warten einfach bis zum nächsten Tag. So, oder wir gehen einfach weiter und werden gefressen. Okay, hier die beiden Grünen zeigen ja schon, wo wir herkommen, ne? Ja, die habe ich auseinandergeworfen, als ich das Buch greifen wollte. Okay, dann mache ich wieder, weil ich habe ja vorhin auch da, wo wir herkamen, meinen blauen gemacht. Dann mache ich jetzt wieder da einen blauen hin. So, hier geht's theoretisch weiter. Sind wir denn alle zusammen? Uah! Gleich. Ah. So, jetzt bin ich bei euch. Friert Temperatur. Bring mal eben schnell was. Da hinten ist irgendwie wieder ein Feuer. Wenn man diese Flasche schnell zumachen will und der Deckel runterfällt. So, hier geht's weiter. Hier sind wir. Oh. Achso. Der Typ hier ist ganz schön drauf. Ich dachte, er sehe mich direkt an, aber ich bin direkt erstarrt und er ist einfach weitergelaufen. Memo an mich, sieh zu, dass jemand den Kerl abholt, wenn ich wieder draußen bin. Nett. Uh-huh. Sein, dass da jemand singt? Ja, höre ich auch die ganze Zeit so ein ist das nicht der Wind? Achso, was auch ein Singen sein könnte. Also das heißt, sobald wir den sehen, müssen wir stehen bleiben. Sehe ich das richtig? Ich weiß es nicht so genau. Das ist auf jeden Fall ein guter Hinweis. Sehe nur ich da was? Ja, oh mein Gott. Reagiert das Spiel auf unsere Stimmen oder so? Ich weiß es nicht. Okay. Wo ist ein Zettel? Da hinten steht ein Haufen Statuen. Die Plaketten sind ruiniert. Aber bei einigen sind noch einzelne Buchstaben zu sehen. Okay. Ich kriege mal da das Wort raus. Ich mache mal hier noch so ein Dings dahin. Okay. Er ist im
Dings. Ich gehe mal ganz langsam. Jeder EQU. EQU. Okay, hier geht's theoretisch noch weiter. Sollen wir erstmal hier reinlaufen? Irgendwie will meiner keine Dinger mehr fallen lassen. Okay. Hast du alle verbraucht oder so? Kann das sein? Oder? Nee, ich hab ja zwei hingelegt bisher. Ich habe jetzt schon mindestens 5 oder 6 Stück fallen lassen. Wohin gehen wir? Da geht's zurück und... Hat da jemand gehört? Nein. Oh Gott. Psst. Macht euer Licht aus. Wie? Oh, ich, er hat mich. Ah, was Scheiße. Okay, ich bin gefressen worden. Ah! Ich auch. Okay, er wird, glaube ich, nicht gerne angeleuchtet. Ich bin extra weggegangen, in die andere Richtung, aber... Ja. Ah, man startet wieder hier im... Sind wir alle gefressen worden oder hat es jemand geschafft? Er hat mich allein gelassen. Ich stehe hier zwischen den Büschen und er ist vor mir und er geht langsam weg und mein Licht ist aus und ich fieb mir gleich in die Hose. Also, ah, okay, jetzt weiß ich auch, wie man das Licht ausmacht. Was ist doof mit der Steuerung, hey? Wir sind theoretisch wieder da. Oh Gott. Jetzt bin ich aufgefressen. Da war ein zweiter. Hey, wieso frisst der mich? Ich bin doch weggegangen. Menno. Und ich habe den zweiten noch nicht mal gesehen. Da war der plötzlich da. Ich meine, zumindest haben wir einen Self-Point. Ich bin auch bei dir. Ja, bleib bei mir. Seid ihr? Ach, doch. Hallo. Hi. 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 Es tut schon ein bisschen weh, wenn einem so einer die Brustkorb aufbeißt. Mhm. Ah, okay. Ich wusste nicht, wie ich das Licht ausmache. Okay, jetzt weiß ich das aber. Na gut. Einfach die 1 drücke ich immer, um die Taschenlampe wegzunehmen. Da habe ich jetzt gerade nicht dran gedacht. Und dann hier ist es immer die 2. Doch, wohin jetzt? Ich weiß es nicht. Ich laufe jetzt einfach mal in irgendeine Richtung. Huka? Ja? Wo bist du? Ich bin immer rechts rum. Oh. Wir sind links rum. Und hier liegt ein Buch. Ja. Okay, hi. Aha, warte. Das ist Hiso, das bist du. Ihr zwei ja, seid hier? Hinterher. Okay, okay, okay. Immer rechts rum. Wo ist das Buch? Ah, hier auf der Bank. Hier ist irgendeine komische Steinstatue. Steinstatue ist gut. Ich bin nicht Augen sicher. Leuchten. Da unten ist noch ein Buch. Okay. Oh, und er hat hinten Wörter, so Zeichen draufstehen. Die leuchten, aber ich glaube nur, wenn man ihn von vorne anschaut. Also warte. Das Leuchten ist weg hier. Das Wichtigste ist zuerst das Buch. So. Oh, der Kopf dreht sich. Tatsächlich. Okay. Hallo, junger Mann? Immer in die Richtung des Letzten, der ihn anleuchtet? Nein. Doch? Okay. Mach mal die Lampen aus. Oh, kann das ein Hinweis auf das... ich glaube, das hat was mit dem Monster zu tun. Ja, vielleicht können wir hier ein bisschen rausfinden, wie die genau agieren. Die agieren auf Licht,
Und wenn du das Licht ausmachst, siehst du sie nämlich auch noch, weil sie haben so komische rote leuchtenden Schriftzeichen. Mach doch mal alle Lichter aus. Ja. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ne, man muss sie kurz anleuchten. Oh ne, warte. Ja. Ich habe sie schnell wieder angemacht. Ah, vielleicht wenn sie leuchten, darf man sich nicht bewegen, kein Licht anmachen und gar nichts. Und vielleicht gehen die Lichter auch wieder aus und dann sind sie weg. Guckt er sich noch weiter um. Er guckt vor allem jetzt immer nur noch in eine Seite. Er guckt gar nicht mehr wieder nach vorne zu euch. Mhm. Guck mich er an, guckt nur auf dich. Er guckt nur auf dich, ja. Okay. Vielleicht ist das so ein Akro, dass die einen... Lass mal ganz kurz Licht an. Ich mach mal von hier rechts, weil so ganz nach rechts jetzt habe guckt er, ja noch nie... Jetzt guckt er auf mich, guck mal. Jetzt guckt er gerade auf mich. Kann mir jemand sagen, wo ich gerade bin? Guckt aber auf mich. Ich bin im Busch. Bei mir. Guckt er immer noch auf mich, oder? Guckt ja, er guckt tatsächlich immer noch auf mich. Ja, er guckt immer noch auf mich. Ja, mach mal deinen Leuchtstab vielleicht. Also meine Lampe ist aus. Meine Taschenlampe. Hm. Vielleicht der Erste, der den anstrahlt oder so, dass der dann den Aggro-Punkt hat? Ich höre was. Alles ganz still. Ist es fertig? Ich weiß nicht, ich höre noch. Scheiße, ich bin irgendwo im Gebüsch und kann wieder... Ich höre es noch. Ich auch. Das kann auch auf der anderen Seite vom Busch sein. Ich gehe mal ganz vorsichtig im Dunkeln ein bisschen weiter. Vielleicht die Leuchtdinge auf den Boden schmeißen in allen ein paar Abständen, dass man da weglaufen ja, kann. Dass man immer so die Ecken wieder findet, ne? So, ich schmeiß genau in die Ecke mal. Ja, das ist gut. Ah, das ist ein Glowstick. Okay. Ich lauf mal hier unter diese Laterne, da fühle ich mich wohl. Zumindest mal theoretisch. Warum bin ich jetzt tot? Wo kommt der her? Ah, ich bin auch tot. Das ist, weil die Lampe kaputt gegangen ist, hat sie ihn vielleicht angelockt. Oh, verdammt. Der ist doch hier, seid ruhig. Der hört uns doch nicht, wir sind schon tot. Aber mich vielleicht. Der steht hier noch. Der hält sich den Kopf. Würde ich auch, wenn ich so kacke aussehen würde wie er. Das ist nervig. Hä? Wo seid ihr jetzt hin? Seid ihr schon wieder weitergelaufen? Das ist die richtige Richtung. Ja, der ist jetzt zur Statue zurückgelaufen. Ich gucke gerade, ob das die richtige... Ja doch, nee, das ist der richtige Ausgang. Seid ihr alle tot? Ja. Ja. Ja, toll. Und ich bin die Einzige, die jetzt hier noch rumsteht? Ja. Wie auch immer du das geschafft hast. Ich habe sofort die Lampe ausgemacht und mich ins Gebüsch gestellt. Ja, das habe ich auch gemacht. Aber der stand schon hinter dir, bevor du das Licht ausgemacht hast. Ich versuche nochmal deine Richtung zu... Ja, jetzt bin ich auch tot, weil der stand da noch. Oh. Ich habe keine Ahnung, wie man den irgendwie dazu bringen kann, sonst wohin zu laufen. Ich habe das Licht aber auch ausgehabt. Der hat mich jetzt wohl gehört, wo ich direkt an ihm vorbeigelaufen bin. Das kann gut sein. Da ist er. Da ist er? Wo? Ja, er kommt hier wieder hin.
Toll, ist sie nicht alleine im Haus? Ich weiß gar nicht, wo der ist. Oh! Oh Mann! Sobald ich mich nicht von der Taschenlampe getroffen hatte, sind die Zeichen auf seiner Brust rot geworden. Vorher waren die dunkel. Also nicht anleuchten. Vorsicht, er ist hier immer noch links. Nicht in den linken Gang reinleuchten. Vorsichtig hinterher ohne Lampe. Finde ich auch, du darfst nicht zu nah. Da hat er mich trotzdem nämlich erwischt gerade. Wo seid ihr? Ja, warte, bleib stehen. Hier. Hi. Du bist hier. Hi. Na, du bist hier. No. Ich bin zu schnell gelaufen wahrscheinlich. Vielleicht darf man dann auch nicht rennen oder so. Oh, jetzt sagst du das. Die Scheißgeister. Wie? E-Q-U-X-E-S. Wo seid ihr denn da? Ihr seid schon... Ich bin Kuka irgendwie hinterher und wir haben jetzt doch so... X-E-S und hier ist ein Hirschgeweih. Vielleicht hat das irgendwas miteinander zu tun. X-E-S sollten wir... Vielleicht wollten wir mal gucken, dass wir mal wieder zusammenkommen, weil... Ja, ja. Gleich. Ich meine, ganz ehrlich, im Zweifelsfall, wenn wir sterben, finden wir uns. Ja, das ist richtig. Ich bleib dann einfach mal hier im Haus, weil ich muss halt eben den langen Gang gehen, wo er nicht war. Ich bin auch gerade gestorben. Hallo. Ja, wir sind beide. Und ich glaube, er reagiert aber auch auf die Leuchtstäbe, ne? Das kann sein. Weil ich war ohne Taschenlampe im Gebüsch gestanden und er stand vor mir und hat sich umgedreht und dann hat es angefangen zu leuchten. Und ich hatte nur die Leuchtstäbe in der Hand. Deswegen habe ich die Leuchtstäbe nicht in der Hand. Dauerhaft eigentlich. Ah, das macht Sinn. Okay, habe ich. Also ich habe jetzt nur an einer Stelle gestanden, im Gebüsch, ohne irgendwelches Licht. Und dann hat er mich trotzdem angefallen. Ja, okay. Ach, mein Licht aber hat er auch gesehen. Kurz vorher also sind seine... Ich halt Licht an. Okay. Warst du bei mir in der Nähe? Wahrscheinlich. Das ist ganz kurz vorher, habe ich... Ich wollte gerade den Weg angucken und er ist sozusagen in mein Leuchten... in meinen Lichtschein gelaufen. Okay. Vielleicht hat er das halt gesehen, weil er gerade direkt dahin gelaufen ist. Auf jeden Fall ist ganz kurz vor, bevor er mich angegriffen hat, haben seine Runen da auf seinem Körper geleuchtet. Mhm. Vielleicht sollte einer von uns die Leuchtstäbe haben und in regelmäßigen Abständen das Ding immer abwerfen. Und die anderen gucken, dass sie anders beleuchten. Ich glaube mal an die Stelle... so weit wir kommen, bevor es unsicher wird. Ja. Ist denn auch dabei? Ja. Ich bin im Hintergrund. Okay. Irgendwie macht das voll Spaß, auch wenn es unheimlich ist. Ja genau, der eine läuft links, der andere läuft rechts. Das ist wo seid ihr jetzt hin? Ich will jetzt ich mal hier durch. Gelaufen. Ich stehe in der Mitte noch. Glaube ich schön hier, ich bin mir gar nicht sicher.
Okay, es ist tatsächlich, ich bin einen Schritt rangegangen und plötzlich fing er an zu leuchten. Es muss ein bestimmter Umkreis sein, auf den er auch reagiert. Ja. Weil ich habe wirklich nichts angehabt gerade. Allerdings, hier war so ein, hier sind doch zwischendurch diese Bänke, wo Kerzen draufstehen. Mhm. Er stand, also er ist sozusagen neben diese Kerzen gegangen. Ich weiß nicht, ob das jetzt auch gilt als Licht. Mhm. Vielleicht gibt es auch Situationen, wo man ihn anleuchten muss. Und wir haben das noch nicht rausgefunden, wie die genaue Mechanik ist. Das kann gut sein. Vielleicht von hinten oder so? Ich weiß es nicht. Ja, das ist so schön. Das Sterben macht so viel Spaß. Mhm. Wer sind alle diese Statuen? Sieht aus, als wäre Mr. What? Looked like one said Miles Fur. Sah so aus, als würde eine von ihnen Miles Fur sagen. Selber Nachname wie die Lady, die all diese Bäume gepflanzt hat. Okay. Ja, dann. Ob ich noch meine Stäbe in der Hand nehme, ne? Hallo. Oh. Da war der doch, oder? Nee, er ist gerade in die andere Richtung gelaufen. Okay. Wenn zumindest hört man das viel ganz gut, das ist nett. Also wenn man ihn von vorne anleuchtet, dann reagiert er. Von hinten? Ich habe mich jetzt mal demonstrativ, wenn er angefangen hat zu leuchten, weggedreht. Ja. Ach, kann ich jetzt schauen. Ja. Oh, pst. Er ist bei mir in der Nähe. Oh, ich habe hier leuchtende Dinger. Wir sollten Sachen zum Leuchten bringen. Okay, warte. Das ist so ein typisches Rätsel. Wenn ich irgendwo raufsteige, fangen halt alle, die daneben sind, an zu leuchten. Oder ändern sich. Okay. Ah, das sind doch Zeichen, die auch auf der Statue sind. Ich glaube, es müssen alle leuchten. Das stand irgendwo. Auf einem Netz. Okay, nee. Wir dürfen nicht alle gleichzeitig, weil sonst fangen sie immer an. Ino. Ich stelle mich mal hier hinten neben die Laterne und ihr macht mal. Ich habe noch drei Buchstaben gefunden. Ino. Warte. So, jetzt sind die. Jetzt kriegen wir den einen in der Ecke nicht. Warte. Doch, vielleicht müssen wir. Wenn ich weiß, wo ihr seid, kann ich versuchen, zu euch zu kommen. Müssen wahrscheinlich zwei auf. Oder vielleicht müssen auch alle. Sind immer nur zwei? Es gehen drei. Es gehen immer die Angrenzenden, die angehen. Das ist halt eins von diesen typischen Spielen. Mhm. Okay. Geh mal da links. Genau, mach mal die Ecke an. So, dann mache ich jetzt den. Dann mache ich den. Hier liegt übrigens dann irgendwas in der Ecke, nur so als Info. Ah. Im Buch. Oh. Ist schon wieder der eine da hinten. Ich hole mir auch erstmal das Problem. Soll ich zum Haus kommen und lasse ich dich da irgendwie abholen? Warte, ich versuche mal. Oh, ich. Wir sind da entlang gelaufen, wo vorhin die Lampe kaputt gegangen ist. Nein. Die machen wir mal aus. Warte, nicht bewegen. Nein, ich gehe zurück, okay. Ja, jetzt hat sich verschoben. Jetzt macht keinen Sinn. Jetzt sind alle wieder aus. Nee, das ist doof. Soll ich dir ein Stück entgegenkommen? Welches Problem? Ja, nicht bewegen. Ich bin an der Hütte. Wenn man jetzt mal sagen kann, wo die Hütte war. Ah, hier ist ein Leute. Ah ja, hier. Ich komme mal wieder zu diesem EQU-Teil. Das ist so die Hauptstation oder so. Ja. Hallo. Ah. So, dann führ mich. Das Ding ist schon wieder in der Nähe. Doof, wenn man nur eine Sache sieht immer. Ja.
Also das in der Mitte macht vier Teile, ne? Genau, alle die angrenzen halt. Mhm. Ah, wir sind wieder vereint. So, was wollen wir machen? Alle Dinge ankriegen? Mhm. Ja. Wir sollten das halt nicht gleichzeitig machen. Ja. Ja. Und hinten in der Ecke liegt noch ein Buch in einer der Ecken hier. Musste mal gerade ablaufen. Irgendwo. Moment. Ich weiß nicht mal, welche Ecke das war. Ja, ich lese mal gerade noch. Mechanismus sieht alt aus. Johnny. Okay. Was steht da? Adjacent, okay. So, wo ist das Buch? Irgendwo hinten. Nee, doch nicht, schade. Ecke. Du musst immer einmal jetzt im Kreis laufen, ich weiß nicht mehr, wo es war. In einer Ecke, okay. Da hinten, genau, da die Ecke, wo du gerade hinrennst. Ah ja, ich sehe es. Okay. Wenn man das macht, sind die beiden wieder aus. Das ist doch kacke. Der Typ hier leuchtet auf. Oh! Irgendwie. Ah, nee, doch nicht. Vielleicht sagt, kann der noch was. Gucken wir. Ah, der guckt einen wieder an. Das war wahrscheinlich die Mitte. Ah, der guckt dich wieder an, Schatz. Warte mal, nicht bewegen. Ah, sorry. Ich hatte. Ja. Jetzt sind alle in der Ecke an. Warte, ich lass mal gerade was probieren. Mitte, und den in der Mitte wollte ich jetzt eigentlich nicht aktivieren. Wir haben's. Yay. Ist da gerade was aufgegangen, oder? Oder ist nicht? Ja, das Ding ist aufgegangen wahrscheinlich. Ah, nee. So? Ah, okay. Warte. Alle werfen erstmal ihre Dinger. Ich werfe die zwischendurch immer, weil gar keine mehr in letzter Zeit lagen. Los, Kuka. Hm? Ich kann nicht meine Dinger werfen. Den hatte ich. Irgendwie schwappt da manchmal. Noch nicht so tief ein, das hört sich an wie ein Monster. Ja, ich habe jetzt auch gerade gedacht, das kommt gerade. Kommt. Nein. Wow, wo seid ihr? Ihr seid so schnell. Oh, wir sind wieder bei den Bäumen. Hä? Das da kenne ich gar nicht. Ach, wir sind gerade zurückgegangen, hier sind wir doch rein. Warte mal. Oh! Nee, hier sind wir raus, weil. Nee, das war der erste, wo wir reingegangen sind. Ich habe extra gesagt, lass uns hier links. So, warte. Okay. Equinox. Oh, ich weiß das Wort. Nee, weiß ich nicht. Warte. Doch. Und zwar. Hier muss ein E. Dann brauche ich hier. Kann mir jemand mal drauf leuchten, was ich hier sehe? Weil ich habe ja auch noch drei Buchstaben gefunden. Das heißt, das erste war. Du hast noch andere gefunden. Genau, oder? Ich habe INO gefunden. Das heißt, es ist irgendwie Equinoxes. Wir hätten den Zettel mitnehmen können. EQU? Das sind die ersten Buchstaben, die wir gefunden haben. Mhm. Boah. Habt ihr gehört? Welche Zettel? Den da, wo man das Lösungswort reinschreiben muss. Nein, den kannst du nicht aufheben. Doch, F aufheben steht hier. Ja, und dann liest er dir vor, was da drauf steht. Ja. Genau, und dann legt er den wieder leider zurück. Ach, okay. Ein U brauche ich erstmal. N O P Q R S T U. So, dann ein I. B C D E F K H I. N.
Equinox. Equinox. Und jetzt X. Pff. Lass mich in die andere Richtung drehen. Equinox, A, B, C, D, E und ein S. D, E, F, G, H, I, J, K, M, O, P, Q, R, S. Missionsziele geändert. Unschöner. Ich hab mein Lichtschirm ausgemacht, falls das Monster kommt. Oh. Oh, hier ist ein Büchlein. Oh, cool. Ah, Moment, meine Pumpe pumpt nicht. Hast du wieder Stau? Nein, Pumpenbatterie schwach. Ach. Hab ich mich erschrocken. Erlädt, erlädt. Endkampf oder sowas. Ich hab voll erschrocken, weil auf einmal das gestoppt hat. Was los? Alter. Depp. Oh oh. Was zum. Wo seid ihr? Ah, da. Oh, cool. Das Tor hat sich hinter mir geschlossen. Mein Funkgerät funktioniert auch nicht. Ich werde weiter in den Irrgarten reingehen. Mal sehen, ob ich dort ein Signal kriege. Joan. Okay. Eine schöne Lampe. Kann man mitnehmen. Oha. Mhm. Oh. Taschenlampen-Upgrade. Ich weiß nicht, ob das besser ist als Taschenlampe. Ich habe keine Ahnung. Achso, alles gut. Mal ganz kurz die Option ändern, wenn wir. Oh, noch ein Büchlein. Hier ist ein Buch auf der. Auf dem Boden. Oh! Nee, hier auf der, bei mir hier hinten auch. Er hat wieder resettet. Was, ich habe jetzt wieder nur ein Buch. Was? Von 30. Vielleicht sind wir in einen neuen Abschnitt gekommen. Auch. Ah, das kann gut sein. Aber wo sollten da denn vorhin noch 11 andere gewesen sein? Also ein paar. Ja, gut, wir sind ja nicht durch alle Gänge durch, ja, ne? Ein bisschen was hatte ich auch noch gefunden, aber auch nur 2 oder so. Ich hatte 21 am Ende. Okay. Gut, ich habe eh keine Hoffnung, alles zu finden, von daher. Ja, zumindest mal nicht im ersten Durchgang. Achso, und da sind wir wahrscheinlich gerade durchgegangen. Mhm. Ja, dann. Bleib hier im Licht, das ist so schön. Ja, ich glaube, es gibt nur einen Weg, oder? Ja. Der Weg ist das Ziel. Lauf von mir weg, nicht so schnell. Ihr werft ja gar keine Dinger hier mehr ab. Das hab ich irgendwie auch. Ja, wir sind ja hier ganz am Anfang, also. Ja, und? Ja, okay. Okay. Oh, bei mir wirft er jetzt aber auch nichts mehr ab. Oh, ja, jetzt bei mir wirft er wieder. Ich wollte sie auch in die Hand nehmen. Hui! Ich habe mir angewöhnt, jetzt hier nicht mehr zu rennen. Achso. Oh, guck mal, Büchlein. Ja, eben da, zum einen, weil man dann was übersehen könnte. Mhm. Und zum anderen kann man dann auch zwischendurch einfach. Oha, was ist denn? Ich kann nichts machen. Du bist, Ich bin stehen geblieben. Genau, und ich habe deinen wunderbaren Gesicht in meinem Gesicht gesehen. Irgendwas ist hinter den Tor. Ich kann es ja, atmen hören. Ja, ein Buch, ein Buch. Oh. Ich denke, wir kommen da noch hin. Ja, hoffe ich doch. Können wir es atmen hören? Ich möchte es nicht atmen hören. Er ist wahrscheinlich unser Freund. Es gibt ja bestimmt noch mehr Freunde. Leuchte an, die wird nicht der Letzte gewesen sein. Mhm. Der heißt Johnny. Johnny? Johnny Weir? Johnny Walker? Texas Ranger. Johnny Walker, Texas Ranger. Hier ist ein Büchlein, aber da kommen wir auch nicht dran.
Vielleicht sollte man sich einen Moment. Scheiße. Ich habe ihn atmen gehört auf der Seite. Ja. Okay, hier ist auch noch überall Tor. Das heißt, vielleicht sollten wir uns angewöhnen, die Leuchtstäbe an einer bestimmten Seite fallen zu lassen, statt in der Mitte des Weges, so nach dem Motto rechts, weil dann weiß man später auf dem Rückweg auch, aus welcher Richtung man kam. Eine sehr gute Idee. Das heißt, wir machen jetzt immer hier. Sorry. Missionsziel geändert, ich höre irgendwas. Füge Siegel ein. Oh, wir müssen irgendwelche 5 Siegel finden. Mhm. Falls noch irgendjemand hier drin landet, tut mir leid. Ich schieße das Tor hinter mir. Dieses Ding hat mich durch den Garten verfolgt, seit ich an diesen Hebel gezogen habe. Na toll. Ich kann seine stampfenden Schritte hören und seinen rasselnden Atem. Ich muss weg von ihm. Keine Ahnung, ob ich weitermachen kann. Ich weiß, dass es mir folgt. Joan. Okay. Okay, 5 Siegel, Wehe, da geht irgendeiner auf den Hebel. Also Farmfeld, grünes Haus, also Greenhouse, Käfig und Spielplatz. Und das 5. ist unbekannt. Okay. Also ich bleib hier, ich finde die Ecke schön, wir machen einfach Peace neben und... Wollt ihr etwa den Hebel machen? Moment. Da liegt eine Kassette, die du anhören kannst. Was, wo liegt eine Kassette? Bei mir, auf dem Pool. Okay, also sieht wohl so aus, als hätten wir keine Wahl. Mordet mich, okay. Wer macht's? Wen dürfen wir nachher anpacken? Wir dürfen die anderen anpacken. Okay. Ich renne Kucker hinterher. Das ist das Gute. Ich renn mal einfach. Ich war zu neugierig, jetzt hat mich. Okay. Ich bin auch tot. Ja, er ist eigentlich weg von mir und ich bin ihm hinterher, aber nicht neugierig. Ne? Nein, ich schreie nicht wie ein Mädchen. Aber das machen die Freundschaft. Okay. Vielleicht sollten wir jetzt mal alle warten, die tot sind, damit wir zusammen zurückgehen können. Aber ich glaube tatsächlich, wenn wir immer alle zusammenlaufen, kriegen uns halt auch die Monster alle zusammen. Ja, das kann gut sein. Und wir finden ich ja am bin Ende auch an der gleichen Stelle, wo ihr gefressen wurdet. Mhm. Hat sich wenigstens ergötzt, dass ihr gefressen wurden. Nein, ich habe mich nur gerade gefragt, warum ist Amarok so doof und versteckt sich hinter dem Siegel unterm Licht? Hab ich gar nicht. Oder dir? Oder irgendeiner? Ich bin in den Gang reingerannt und hab mich da im Gebüsch irgendwo versteckt. Da steht er noch. Ich renne jetzt einfach rein und suche nach irgendwelchen Hinweisen. Tschüss! Hallo. Hier geht's gar nicht weiter. Ich warte, dass irgendjemand vorbeikommt von euch. Oh, wir müssen... Hier liegen gar keine von diesen Leuchtstäbchen mehr, ne?
Bin ich jetzt alleine? Mama? Ich bin immer noch an der Stelle, wo ich... Alter! Ich mach hier mal ein rotes Lämpchen hin als Zeichen, hier ist Sackgasse, nicht reingehen. Ich hab irgendwas hinter mir gehört. Bist du deswegen gelaufen? Ja. Okay. Aber da ist nichts momentan. Okay. Das hörte sich gerade so an, als ob da in der Ecke was rumkreucht. Oh oh. Hier ist halbwegs hell. Wo seid ihr? Ich hab mich komplett verlaufen. Nicht mich auch. Oh, irgendjemand kommt auf mich zu. Vielleicht ich? Ja, ich. Hallo. Oh, ich hab dich gefunden. So, so und jetzt? Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, wo die anderen sind. Okay, so ein Zettel. Ich bin immer noch irgendwie da an dem Ding entlang. Also ich habe irgendein Menschenopfer gefunden am Boden. Das sieht ein bisschen beunruhigend aus. Sind das so blutige Knochen? Wo bist du jetzt hin? Oh ja, sowas kenne ich auch. Hier. Wo bist du denn hin? Wo rennst du denn hin? Ich habe den Zettel hier gelesen. Ja, das ist der Zettel, den wir vorhin hatten, weil er hier, ach, hier liegt das Buch hinter der Tür. Okay. Cool, die Tür ist aufgegangen. Ja klar, es sind alle Türen aufgegangen, als wir den Hebel gezogen haben. Deswegen renne ich jetzt noch zur anderen Tür und hole mir das Buch auch noch, bevor es weg ist. Oh, wow, hinter mir ist gerade was zugegangen. Oh, hallo Jen. Hallo, wo waren die Bücher? Hinter mir ist gerade... immer hinter diesen Toren. Komm mal mit. Und zwar müsste hier jetzt eins liegen für dich noch. Hinter dem Tor da. Aber hier liegt kein... Ein zweites war irgendwo hinter einem der Tore. Moment, aber das Moment. Eine Tor ist noch nicht auf. Echt? Oh. Mhm. Oh, hier. Hallo, Leute. Hallo, Leute. Okay. Warte. Oh, da ist Hisu. Und wenn... Was haben wir denn da? Ja, okay. Da kommt man vielleicht von der anderen Seite ran. Ich bin jetzt mal so bescheuert und renn da rein. Versuche, irgendwas zu finden. Was war das denn? Schatz, da, du kommst nicht mehr zurück. Oh. Da sind Ranken hoch. Ich hab doch gesagt, dass Ranken wachsen. Das ist sehr bedauerlich. Ich will das Buch haben, der Rest ist egal. Ja, ich hab das Buch. So. Ha. Vielleicht muss man Licht ausmachen. Wieso? Nee, kein Licht ausmachen. Ja, schön. Ja, wir müssen zurück. Ja, ich hab auch. Oh, ja, Bist du gefangen? Yep. Ich muss dann halt logischerweise woanders lang gehen, also viel Spaß. Wir sehen uns dann, wenn ich das nächste Mal gefressen wurde, am Haus wieder. Ich bin auf dem Spielplatz. Oh, gut, dann guck mal da, weil da müsste ein Siegel sein. Okay. Wieso? Sollen wir da rein? Ja. Kinder lachen. Ich habe ein Siegel gefunden. Ich nenne es Ralf. Oh. Oh ja, ich höre auch was. Okay, er sagt mir gerade, entwickle ein Gift, um das Gewächshaus betreten zu können. Ja, danke. Also ich bin wohl bei einem Gewächshaus. Oder irgendeiner von euch. Ich hab keine Ahnung, wo ich bin. Es wird immer düsterer, je länger ich hier bin. Ich hoffe, der Tod kommt schnell. Ja, hier auch. Ich lauf jetzt mal. Oh, hier ist ein Ding. Ranken. Toll, das hilft gar nicht, dass mein Nachbar von unten singt. Singt er wenigstens gut? Nee, es klingt immer, als würde er Dämonen beschwören. Okay. So. Jetzt weiß ich, wie sich Dallas in Alien 1 gefühlt hat. Es wird breiter. Ich hab
Hase hier. Was war das? Da vorne ist eine Lampe. Das ist ein Tor. Ich glaube, ich bin raus. Siehst du? Hier, Monster. Scheiße. Ich bin rausgekommen. Ich hab's überlebt. Geil. Ich bin ja noch in das Monster reingelaufen. Ich habe ein Siegel. Ich bring's mal in Sicherheit. So, Ralf. War schön mit dir. Scheiße. Hast du überlebt schon? Ich hör's noch. Okay. Oh, ich sehe da hinten was. Also ich nehme irgendeine Taschenlampe, weil ich dann direkt sofort das machen kann. Wo renne ich hier eigentlich gerade lang? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Oh, hallo. Hier ist noch nichts. So. So, ich würde sagen, wir gehen mal zurück zu dem und kannst du das Schiff einsetzen? Ja. Hey, das ist so ein ähnlicher Effekt wie in Phasmo, wenn du durch mich durchläufst. Dann sehe ich wieder deine Zunge und deine Augen und so. Verdammt. Auch gestorben? Ja. Ja, ich habe ihn auf den Arsch geleuchtet. Ja, ich auch. Und dann haben sie sich umgedreht. Ja. Ich bin zu langsam zum Taschenlampen ausmachen. Das ist doof. Okay. Wo bist du jetzt lang, Schatz? Immer links um die Ecke. Warum bist du mir nicht gefolgt? Weil ich doch gerade gesagt habe, wir können eben auf Shannon warten. Die ist auch gestorben. Ach so, das habe ich nicht mitgekriegt. Ja, ich bin da. Ihr kennt ja den Weg. Nein. Die hat schon irgendwie. Was war hier? Koka? Ich muss rennen, halt die Klappe. Schön. Was leuchtet hier? Okay, hallo. Missionsziel geändert? Ja, ich habe eines der Siegel platziert. Hm. Irgendwas habe ich gerade. Irgendwas da unten am Leuchten. Da ist jemand. Nee, das bin ich. Ich habe mich von mir selbst erschreckt. Gut. Keine Ahnung. Siehst du das auch schon da unten? Da unten was glänzt? Ja, ja. Ich habe auch gerade was gesehen, aber. Aber vielleicht ist das von. Ich komme da nicht dran. Ne? Nee. Kann auch nichts aufheben. Und dann muss man weitergehen. Wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, noch mehr Zeug. Deine Augäpfel sind so schön. Danke. Ja, es ist schön hier, also, ne? Ich habe das Gefühl, wenn wir hier Leuchtstäbe abwerfen und die zu sehr an den Rand werfen, das Gebüsch wächst. Das und was? Das Gebüsch wächst und die Leuchtstäbe. Da wachsen schon wieder Ranken. Warte. Und alle Leuchtstäbe, die wir hier abgeworfen haben, sind weg. Ich glaube, die haben auch nur eine bestimmte Dauer. Ah, okay. Null Ahnung, wo ich bin. Tito. Wir laufen jetzt, glaube ich, direkt auf das Ding zu, auf das Siegelteil. Ich war eben ganz kurz bei dem Gewächshaus, aber da war dann Baumheinz. Oh, das Monster. Oh, guck mal, im Brustkorb ist der nicht schön. Ich habe mich doch versteckt. Ich sehe nur noch Fische überall. Officer Frank Mills, I've made contact with whoever's wandering the maze. Mann, the fucker charged me the second I saw him. Didn't even pause when I yelled I was a cop. Had to fire 3 rounds into him, but he kept coming. That forced me to bolt. I'm not sure what this bastard's on, but blood loss will slow him soon enough. Holy shit. Was denn? Wo soll ich jetzt gefälligst weitergehen, bitteschön? Was stimmt hier nicht mit den Leuten? Oh mein Gott.
Also ich habe Alice im Wunderland Tea Party gefunden. Nur ohne Alice, sondern mit Puppen. Creepy Puppen. Ja, gut, dass du alle die Sachen findest. Ich bin im Busch. Ich bin wieder da, wo die Siegel reingehören. Oh, ich habe einen Siegel. Geräusche. Officer Mills. There's a fucking tea party in here. It looks like mannequins covered in. Is this fucking human skin? Jesus Christ. Ich glaube, wir müssen später alle mein Video angucken. Robert? Ich glaube, ich habe es ungefähr raus. Kuka! Was? Kuka, oder? Ah, nee, Hisu. Muss ich jetzt echt in die Richtung, wo die alle hingucken? Ich will da aber nicht hin. War schon jemand auf der Farm? Nein. Gott sei Dank. Keine Ahnung, wo ich lang muss. Hier liegt Stroh, ich brauche eine Maske. Warum wird es hier bei mir? Gott, es wird immer enger hier. Raumwert macht sehr komische Aerobic-Bewegungen. Und er braucht auch verdammt lange, bis er weg ist. Ja. Oh, hier war ich schon mal. Ja. Oh, ich habe Menschen gefunden. Hallo. Oh. Ich hab noch einen Ralf gefunden. Was? Siegel. Oh, super. Hi. Hi. Oh, hier liegt ein Buch. Also hier war irgendwo ein... Hier irgendwo lang die Teeparty. Wir folgen dir jetzt einfach. Ich hab keine Ahnung, wo wir hin müssen. Also wir sind jetzt hierher gekommen. Ja, von dort. Ich hab noch Zettel gefunden. Das okay. Ding von den Toren verfolgt mich. Ich habe es schon ein paar Mal gehört, wie es direkt hinter mir vorbeigelaufen ist. Aber es scheint auszurasten, wann immer ich durch die Zweige schaue. Oh. Der erste und der zweite. Da muss was unter dem Haus sein, das bilde ich mir doch nicht ein. Die Geräusche, die Träume. Ifel versteckt etwas, irgendwas etwas Schlimmes. Ich kann das Grab ihres ersten Mannes immer noch nicht finden. Sie will mir nicht erzählen, wo Miles begraben liegt. Ich werde das ganze verdammte Grundstück umgraben. Sie, also kann, hierher, sie kann sich nicht ewig vor der Stadt verstecken. Wallace. Oh, glaub nicht. Wen gehst du jetzt schon? Ich bin hier um die Ecke gerannt. Warum? Warum nicht? Ich dachte, wir wollten zurück. Ach so, von mir aus. Oder wir können auch weiter hier. Ich habe keine Ahnung, ich weiß ja eh nicht, wo wir hin müssen. Bist du noch da? Hisu? Ja. Wo bist du? Ich bin hier entlang gelaufen, wo wir vorhin, glaube ich, hergekommen sind. Ach so, okay. Weil wir sind jetzt wieder woanders hingelaufen. Genau. Oh, wo seid ihr hingelaufen? Ja, wir sind da halt weitergelaufen. In die eine Ecke hinten. Ich bin raus hier. Das ist Monster. Ach nee. Was denkst du, warum ich hier gerade wegrenne? Nein, es ist abgeschlossen hier. Ja, hallo Monster. Ja, ich bin tot. Ich bin genau reingelaufen und hab Hallo gesagt. Ich sehe nichts. Ich auch nicht. Weil ich bin tot. Irgendeiner leuchtet mich an. Ja, ich bin's. Ihr
sollten, glaube ich, in die Richtung laufen. Aber da ist, glaube ich, eine Sackgasse. Also, Schatz, du lässt mich nächste Woche hier nicht alleine. Ich habe auch eine Ralf gefunden. Nice. Und ich habe keine Ahnung, wie ich immer zum Leben wieder zu euch finde. Ja, das kenne ich, das Gefühl. Zweifelsfalle krepiere ich. Weiß übrigens gerade nicht, wo ich langlaufe, insofern ist einfach alles ziellos. Tot. Wenn ich typische Labyrinth-Traversierung immer rechts das an der Wand lang. Ja. Oh, dann können wir jetzt geradeaus. Oh ja, das ist meine Teeparty. Überhaupt nichts spooky. Nee, das ist übrigens Menschenhaut auf den Mannequins. Warum? Was stimmt nicht mit denen? Das hat gerade geknackt. Mhm. Und sie gucken alle in eine Richtung? Ja, sie haben vorhin alle in die Tischmitte geguckt und jetzt dann irgendwann haben sie alle in eine Richtung geguckt. Wo bist du wieder hin? Ah, ich laufe einfach ziellos wieder durch die Gegend. Ich bin mal so kackendreist und versteck mich hier im Gebüsch und warte, bis ihr irgendwann mal. Oh ja, hier habe ich ein Tape von Frank Mills gefunden. Was hat er erzählt? Dass er von diesem. Deutlich besser als bei mir, weil ich habe so richtig schmale. Ich auch. Und davon sehr, sehr viele. Ja. Okay. Ist da wieder ein Dings zugegangen? Ich glaube, hinter mir. Okay. Pilz. Es öffnet sich. Oh, was ist das denn? Oh! Das ist das Gewächshaus. Das ist das Gewächshaus, tatsächlich. Das kenne ich. Ah, da muss doch, glaube ich, auch was liegen, ne? Ja, was haben wir denn hier? CB breaking down in all boxes except red. Was auch immer CB bedeutet. Blauer Farbstoff hält sich gut. Sollte okay sein, die CI hier zu lassen. Okay. Wir sind jetzt bei dem Gewächshaus. Ja, das bringt mir nichts, weil ich nicht weiß, wo ich bin. Ah, okay, das sind die Hinweise, was wir mit diesen Zahnrädern machen sollen. C, also. Just make my own. Sondern ein Pestizid herstellen. CI, CB, SO, CB, CH7, CI, CB works. Okay. Ich bin da, wo die Sigils sind. Ja, ich auch hier. Ich bin im Gebüsch. The mixture evaporates? Ich habe keine Ahnung, was ich mit diesen Hinweisen hier machen soll. Also, Moment. Da steht, versetzt sich in allen Flaschen außer der roten. Die blaue Farbe macht sich gut, es sollte in Ordnung sein. CI drin zu lassen. Ich guck mich einmal um, während du das liest. Ah, jetzt ist es grün. Was? Hast du was gedrückt? Nee, yeah, ich habe da oben die Dinger ausprobiert. Mach mal Licht aus. Ah. Amarok, mach mal Licht aus. Und dann? Achso. Damit man. Okay, wir haben. Ah, jetzt ist es. Okay. Blau. Das ist blau. Jetzt ist es rot. Oh, wir haben drei von den Dingern. Cool. Jetzt ist es wieder rot. Jetzt ist es dauerhaft rot, okay. Nee. Was passiert, wenn ich das mache? Gar nichts. Das Spiel ist noch creepy, ja, wenn man bei uns guckt, draußen ist so rötlich jetzt Sonnenuntergang. Jetzt habe ich es gelb gekriegt. Aber ich weiß nicht, was das bringt. Bleibt das jetzt? Vielleicht müssen wir noch irgendwas finden, damit das hier. Ich guck mich mal noch ein bisschen um, vielleicht finde ich noch was.
Okay. Hier liegen auch noch Zettel drin. Mhm. Aber ich weiß nicht. Ah, wir müssen. Okay. Wir müssen die kaputt machen, damit wir da reinkommen. Okay. Macht mal ein bisschen schneller, wir stehen hier und warten. Such doch weiter. Was sollen, wie sollen wir denn suchen? CB Breaking Down. Oh, ich weiß nicht, was das heißen soll. So. Was steht da? CE reagiert mit grün und gelber Farbe. Ich muss es durch eine andere Flasche ersetzen. Wir brauchen noch mehr Flaschen, glaube ich. Ja. Aber wir haben sonst nichts hier. SO-Grün. Das machen passiert gar nichts. Okay. Das mal wird auch nichts. Wenn ich das mache, wird's rot. Bleibt es dann rot oder wird es dann anders? Wart ihr schon auf dem Spielplatz? Ja. Okay. Okay, warte. Also, das da? Das da? Das da? Okay. Oh, ich rate einfach. Okay. Ja, ich würde auch. Also, es ist immer so lange, bis da kommt, dass diese Mixtur sich verflüchtigt. 3, 2, 1, 2. Soweit funktioniert es schon mal. 4? Nein. 3, 2, 1, 2. Eins, auch nicht. Oh, was machst du jetzt? Was hast du zuerst gedrückt? Oh! CI ist der dritte. CB okay. Ist der zweite. SO ist der erste. Warte. CI ist was? 3. Also, CB ist? 2. Mhm. 1. Mhm. 2. Warte. CI. 3. Bist du die am drücken oder? Ich wollte drücken, aber es geht nicht. Okay, dann fang nochmal an. Also 3. Ich kann nicht drücken. Hä? Bei mir funktioniert es nicht gerade. 3, 2, 1, 2, 4. Oh, Mist, da habe ich mich geirrt. 3, 2, 1, 2. 4, 3, 2, 3, 2, 1, 2, 4, 3, 2. Warum funktioniert das nicht? 3, 2, 1, 2, 2. Hat das jetzt funktioniert? Create a poison. Ach, Mann. Nochmal. 3, 2, 1. 2, 4, 3, 2. Hey. 3, 2, 1, 2, 4, 3, 2. Pick up. Und hier steht die ganze Zeit um 15 geändert. Hey. Ha! Doch, jetzt habe ich sie kaputt gekriegt. Das ist immer dann, wenn irgendjemand von uns was halt hinkriegt.
Eddie, ich glaube, wir müssen aufhören, dieses verfluchte... Oh, wenn du auf Aufheben gehst, du stehst auch auf Deutsch, ne? Ja, ich hab das Spiel auf Englisch. Ach so. Eddie, schätze, wir müssen das mit den kaputten Teilen am Gewächshaus beenden. Ich muss Ethel immer wieder vertrösten und sie wird denken, dass wir unseren Job nicht hinkriegen. Aber ich schuld dir was für die Gelegenheit, mit ihr zu reden. Tolle Frau, ganz allein hier draußen. Ich hoffe, ich finde eine Ausrede, noch ein bisschen zu bleiben. Wallace. Okay. Was gibt's noch? Ein Buch hier hinten in der Ecke. Tod. Komma sehr. Oh, ein Siegel. Sehr schön. Oh, noch ein Buch. Okay. Okay, dann. Sollten wir langsam. Ja, oder? Ein Siegel fehlt uns noch. Ja. Jetzt müssen wir nur. Bei so einem Rätsel angekommen. Okay. Ich laufe hier so wie blöd durch die Gänge und finde gar nichts. Aus der Sackgasse. Oh, und ich habe das letzte Siegel. Okay. Okay, dann sollten wir langsam wieder zurück. Ne? Ja. Ich weiß mal nicht wie. Im Zweifelsfall fressen lassen, wenn wir den. Wenn ich den Monster hier finde. Was hattest du für einen Rätselgucker? Ich bin hier bei so Käfigen gewesen und da musste man in einer bestimmten Reihenfolge so kleine Dinger drehen, damit sie alle zur Mitte zeigen. Okay. Und dann hat sich da was geöffnet. Das Gras hier ist komisch. Ich renne mal hier durch. Es kann sein, dass mich das Leben kostet, aber wir werden es dann rausfinden. Du bist auf der Farm wahrscheinlich. Oh, interesting. Ich gucke mich mal gerade hier um, weil hier war ich noch nicht. Mhm. Wow, ist das groß hier. Ja. Hier gibt es auch vielleicht noch ein Boot zu finden. Hallo, Traktor. Ach, wenn wir mit dem Ding fahren, dann können wir das Monster umnehmen. Das wäre eine super Sache. Ja, jetzt habe ich auch diese Kassette gefunden. Oh, hier sind noch Sachen. Was haben wir denn da? Das Ding vom Tor verfolgt mich. Ja, das ist, ich erinnere mich an den Text. Was war das nochmal? Kann ich von der Stadt ewig wegrennen. Okay. Okay. Sollen wir noch zu diesen anderen Gebäuden gehen? Ja, ich würde schon sagen, wenn wir schon mal hier sind. Vogelscheuche. Oder sowas ähnliches. Leute, was stimmt nicht mit euch? Oh, ich hab das Gewächshaus jetzt auch gefunden. Seid ihr noch irgendwo in der Nähe? Wir sind nicht so weit weg. Ja, ist irgendwo ein bestimmtes Buch oder so. Ne? Ja, im Gewächshaus drin müsstest du ein oder zwei. Oh, cool. Nee, habt ihr den Menschen hier gesehen, der da so im Gewächshaus... Das ist nicht der ekligste Mensch, den wir hier haben. Wir haben einen noch schlimmeren, glaube ich, gefunden. Ja, der stinkt auch. Ja, der hat ganz viele Fliegen um sich. Hm. Okay, ja, jetzt können wir ja... Ich glaube, da war noch irgendwo was Leuchtendes. Ich renne mal hinterher. Hier ja, das klingt ganz gut aus. Ich kann leider nicht auch gleich... Ah, nee, da sind hier... die Kerzen. Okay. Dann würde ich mal einfach hier lang. Ich laufe jetzt einfach irgendwo entlang und wenn mich das Monster frisst, dann... So, noch Kerzen. Dann ist man schneller beim Siegel. Mhm. Geht's hier noch rein? Nee. Ich bin beim Siegel gedönt. Okay. Wir versuchen uns wieder zu treffen. Die Tore sind offen, weil ich mein Siegel eingesetzt habe. Echt? Haben wir schon alle eingesetzt? Scheiße. Ja, also ich konnte auch eure scheinbar einsetzen. Ah, okay. Ja, ich bin hier. Ich bin jetzt auf irgendeiner Farm. Ich oh, warte! Ja, dann komm! Da hinten seid ihr. Yay! Yay! Ich versteck mich. Okay. Wieso kommt das Monster? Nö, nee, einfach aus Prinzip. Okay. Gibt's hier irgendwo... Hier hinten war noch ein Buch und in dem Haus da vorne war auch noch eins. Und hier ist übrigens Mr. Tod. Hallo, Mr. Tod. Genau. Wo ist das Haus? Hier ist noch ein Buch und das Haus ist dann in... Wo ist das Buch? Komm mal hierher, zu mir. Ach, das ist schön. Ja.
Das ist es. Hier ist irgendwo eins. Ah ja, okay. So, und wenn du das hast, dann kannst du zu diesem formschönen Hütchen da vorne rennen. Und irgendwo da drin ist auch noch eins. Okay. Okay, dann gucken wir, dass wir zu Kuka kommen. Wir müssen halt irgendwo da runter jetzt und ich weiß gar nicht, ob wir rennen sollten. Ach, warum? Geht schneller. Hier passiert, glaube ich, nichts, weil du ja so Rätsel und so hier machen musst. Ja. Irgendwo hier muss es durchgehen. Oh, Flaschen. Mehr Bier. Wie wär's mit hier dem vorm schönen Gang? Ich glaube, jeder Gang ist so gut wie der wie jeder andere. Irgendwas höre ich? Oh ja. Wieso machst du Licht aus? Ja, aber dann sehe ich doch nichts mehr. Es atmet. Ich höre ja nicht. Es kommt von links. Dann lass uns doch vielleicht nach rechts gehen. Du hast auch deine Leuchthand-Dings da in der Hand, da der Leuchtstab in der Hand. Ich sag mal, solange wir keine Geräusche von Atemgeräusch gehören, müsste es gehen. Seid ihr noch bei mir? Da. Nein! Ah, wir sind alle noch zusammen. Schön. Oh, irgendwas hat gemacht. Geatmet so. Ich höre nichts. Nee, ich höre auch tatsächlich nichts. Auf linke Seite. Okay. Ich glaube, renn da mal hier lang. Es kommt näher. Wo seid ihr? Weg dich. Da ist es, da ist es. Wo seid ihr? Ihr seid weg. Ich habe keine Ahnung, ich habe mich jetzt verlaufen. Oh, ich bin wieder zurück dort, wo die Dings zugegangen ist. Wenn es mich frisst, dann bin ich wenigstens wieder am Anfang. Nämlich nichts. Ich stehe immer noch in meiner Ecke. Ja, schön, bleib da stehen. Bist du wenigstens sicher, hoffentlich. Vielleicht. So, immer rechts lang, immer. Wird immer dunkler hier. Oh, ich habe ein Tor gefunden. Oh, hallo. Nein, ich bin wieder auf der Farm. Ich bin irgendwo bei dem Monster. Ja, hallo, ich bin hinter euch hier.
Oh, da, hallo, ich komme mal zu dir. So, okay. Ist ja schön hier in der Ecke. Ah, es ist echt toll. So, ich warte auch. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Ich auch nicht. Ich bin einfach so lange durch diese Gänge gerannt, bis ich irgendwann irgendwo rausgekommen bin. Ich hatte keinen Plan. Das würde ich jetzt auch machen. Wenn ich hier gefressen werde, dann werde ich... Oh, komm, friss mich. Auf. Wo bist denn du? Wenn ich mich auffresse, ne? Ich bin natürlich nicht okay. Oh, ich bin wieder am Anfang noch alle panisch weggerannt und jetzt, oh, friss mich doch endlich. Ja, weil ich mich voll verlaufen habe und ich bin jetzt voll in das Monster gelaufen und habe gedacht, also jetzt weglaufen bringt nichts. Mhm. Ja, ich bin am Gewächshaus, ja. Also, ich habe mich jetzt fressen lassen. Ja, wenn ich dann wüsste, wo ich bin und wo das Monster ist. So, jetzt bin ich bei diesem komischen Haus wieder. Kann ich mir irgendwelche Topfdeckel finden und die zusammenstrangen, damit das Monster auch auf mich aufmerksam wird? Ich mach so dem Monster dann Angst und es rennt weg von dir. Nein, das ist hier. Hört. Ich weiß gar nicht, wo ich jetzt bin. Im Arsch. Jetzt bin ich schon wieder aufgefahren. Ah, jetzt bin ich richtig gelaufen, ja. Die Wege sind ein bisschen breiter geworden. Das kann vielleicht ein guter Hinweis. Oh, das ist gut. Warte, da? Nein, da, ne? Oder? Komm ich. Ne, da bin ich gerade hier. Wo kommen, glaube ich, hier mal rein? Ich habe keine Ahnung, wo ich bin. Wahrscheinlich gerade im Kreis oder so. Renn am besten immer, wenn du eine Abkürzung, Kreuzung oder sowas kommst, immer in dieselbe Richtung. Also immer links rum zum Beispiel oder immer rechts rum. Papa, wo bist du? Hier. Hier bei mir. Hier. Im Gebüsch? Ja. Ah, da. Nee, da seid ihr. Hallo. Ja, ich bin die Einzige, die fehlt. Hast du gehört? Am besten immer. Ja. Okay. Ich muss erstmal überhaupt irgendwo was finden. Hallo? Okay. Ich geht denn jetzt gerade in das... Oh! Ein Spielplatz. Ja, Licht geht aus. Kinder, ihr spielt, das ist toll. Der Spielplatz war nicht allzu weit von hier weg. Mhm. Warte, ich kann mich da abholen. Da war ich als letztes. Okay. Ich muss nur hier wieder rauskommen, aus meiner Ecke. So. Hier aber noch ein weiter, da bin ich ganz sicher, ob ein weiter noch. Oh ja, da liegt ein Buch. Ha. Ah, da steht schon. Oh, ist ein schöner Sonnenuntergang, Mondaufgang, was auch immer. Brauchst nicht kommen, ich werde gefressen. Okay. Was, wie ich kenne ich doch gar nicht. Gibt es hier mehrere Viecher? Unterschiedliche? Ja. Ich bin von diesem komischen Baum einmal gefressen worden. Es gibt Baum, dann gibt es ja den Lichttypen. Und ich glaube, es gibt auch eine Hexe. Ja, ich glaube, die Hexe hatte ich gerade gekriegt. Ja, ich habe nicht hingeguckt. Dann kann ich nur nachts schlafen. Hey! So, findest du von da aus jetzt wieder zu uns? Ich hatte bisher immer nur den Baumtypen. Ich merke meinen Magen, weil es so spannend ist. Wieso schaffst du es hierher? Ja, ich bin gleich da.
Wollen wir eigentlich gleich erstmal Pause machen für heute, weil ich denke, gleich wird wieder so ein Speicherpunkt kommen. Ja. Wenn ein Speicherpunkt kommt, dann gerne, ja. Ja, klingt gut. Weil wir haben gerade Tor aufgemacht, ich denke irgendwie, das ist naheliegend, dass da kommt. Ja, hätte ich auch gesagt. Ja, ein bei euch. Cool. So, und wir müssen dadurch. Dann. Kamanos. Ja. Jupp. Speicher wieder. Ist das also ein Speicherpunkt, oder? Ja, war das letzte Mal ja auch. Ja. Also, muss, macht eigentlich. In irgendeiner Hütte oder so. Ja, vermute ich auch. Nee, keine Hütte, aber trotzdem direkt hier am Tor. Okay, also, Verbindung trennen. Du hast doch gerade so schön überlebt. Warum krepierst du jetzt? Ich hab keine Ahnung. Sehr schön. Okay. Spielt spielt sich interessant. Ja. Ich weiß nicht, ob es so einen riesen mega Wiederspielwert hat, aber es können wir auf jeden Fall am Samstag weiterspielen. Ja, die Sache ist, es ist ja Early Access, von daher könnten wir vorstellen, dass da noch mehr dazukommt, so im Laufe der Zeit. 105 Minuten haben wir jetzt gespielt. Ich meine, das ist doch auch nicht schlecht. Ich meine, 9 auf Euro jeden Fall. Jetzt fast 2 Stunden bisher schon. Ja. Ja. So, ich lade das dann hoch, da könnt ihr es aus meiner Sicht gucken, wenn ihr wollt. Und